So, und wir können mehr Investoren machen. Sehr, sehr gut. So. Dum, 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 dum. Hier genauso und hier genauso. Und schon haben wir 52 Einfluss. Das ist erstmal sehr, 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 sehr angenehm. Dum, dum, dum. Ach, das ist echt übel. So, gut. Jetzt gucken wir mal. Ja, Uhren und so. Ich schaue dann gleich mal deswegen. Ne? Also Uhren, alles auch Hochräder, sind aktuell problematisch, genauso wie Schmuck. Ich würde wahrscheinlich Uhren gleich mal ausprobieren, das auf Messing umzulagern. Muss man einfach mal schauen dann gleich. So, ich will mal ganz kurz noch das jetzt testen. Hier, wir testen als erstes dieses Item hier. Ob das nämlich hierfür gilt. Das würde mich derbe interessieren. Ich baue erstmal die Handelskammer und wir bauen erstmal das Gebäude und wir schauen uns das einfach an, ob das gilt oder nicht. Jo. Alter Schwede, wie übel ist das bitte? Okay, da kann ich hier auf jeden Fall massiv umbauen. Also richtig dolle umbauen. Schiff vom Stapel gelaufen. So, da bauen wir hier noch eine Kutschenwerkhalle hin. Da müssen wir halt auch mal drüber nachdenken, das irgendwie umzuziehen. Das wird auf jeden Fall Sinn machen. So, machen wir hier noch eine hin. So, alles klar. Jetzt haben wir hiervon 4 Stück. Hiervon haben wir 3 Stück auf der anderen Insel. Das heißt, eigentlich sollte das Verhältnis jetzt ordentlich aufgehen. Und theoretisch könnte es sich jetzt sogar lohnen, dann die Dampfwagenfabrik etwas zu pimpen. Aber wir gucken jetzt erstmal, dass die ordentlich durcharbeitet. Ne? So, wir haben die Dampfwagenfabrik hier. So, jetzt kann sie arbeiten, aber ansonsten kommt da immer viel zu wenig Zeug rüber. Den Schlick schon bald kräftig aufwühlen. Nur für den Fall der Fälle, weil jetzt wird jetzt ja ein bisschen mehr produziert. So, okay. Und annehmen. Die Markise ist das. Ich muss jetzt nur eben schauen, dass der Slot nicht gerade schon besetzt ist. Spielstand, das Schiff ist es. So, das Eisen würde ich mal noch droppen. Und jetzt kann sich das Schiff darum kümmern. Ach du Scheiße, guckt mal unsere Bilanz. Die sieht ja überhaupt nicht gut aus. Feuer wütet in einer Die sieht Papier. Ja überhaupt nicht gut aus. Okay, wir gucken mal eben. Ich glaube, das größte Problem ist wirklich Rum, weil da Rum alle ist. Aber eigentlich, guck mal, neue Welt eben. Dürfte das überhaupt kein Problem sein, theoretisch. Rum produzieren wir richtig viel, wir haben 1600 Tonnen. Ich hatte sogar schon die Schiffe gecheckt, ob die alle frei sind. Wir haben 3 Schiffe für die Rude. Reicht anscheinend nicht. Wir brauchen mehr Schiffe für die Rumrude. So, Pharao 2 und Rahel annehmen. Jetzt muss ich sie nur finden. Okay, die sind beide in der neuen, die sind beide in der alten Welt. Pharao 2 und Rahel. So, du musst mal eben noch schnell dieses eine Item abgeben. Und du genauso. Ah, das ist doch das Schiff, was wir sowieso rüberbringen wollten. Die verkaufen, wieso kann ich das jetzt nicht? Okay, Moment. Nehmen das wieder raus. Wir machen es jetzt erstmal in die neue Welt. Bringen hier das hier wegen der Rumbrennerei. Bringen wir das rüber. Und dann werde ich das Schiff auch noch zuordnen. So, okay. Und hier, das wollten wir noch abgeben. Holzfällerhütten und Köhlerei. Jo, können wir es mir reinknallen. Alles klar. So, und los geht's. Das heißt ja mit erstmal 4 Schiffe und gleich dann 5 Schiffe auf der Rumrude, dann hoffe ich, dass das ausreicht. So, okay, Bilanz schon wieder bei 50.000. Es ist aber auch echt übel, wie krass die Schwankungen sind, muss man wirklich mal so sagen. So, jetzt würde ich mal ganz schnell noch mehr Transporter bauen wollen und im Anschluss kaufen wir dann erstmal noch ein paar neue Tiere. Frachtschiff, hier genauso machen wir gleich mal 2. So. Wir könnten theoretisch dann vielleicht auch mal ein paar Schlachtkreuzer einfach versenken, damit wir noch ein bisschen Einfluss gewinnen. Ne? Wir brauchen jetzt eigentlich gar nicht mehr so eine große Flotte. Wir können mal gucken, Militär haben wir 400. Das ist ein bisschen over the top. Ey, das brauchen wir wirklich nicht mehr. Also Militär 150 bis 200 wäre wahrscheinlich absolut ausreichend, denke ich. Ne? So, und hier sind noch einige Gebäude kaputt. Ich glaube, da sollte ich sowieso alle Inseln gleich jetzt mal drüber gucken dann. Wobei ich ja, wie gesagt, immer so meine Probleme habe, dann immer die ganzen Gebäude zu finden. Jo, okay, lasst uns jetzt mal auf 2 Sets konzentrieren eben. Ich habe auf jeden Fall schon ein Schiff hingeschickt. Ein Feuer ist ausgebrochen. Da ist es. So, okay, Leute. Und ich kaufe jetzt alle Tiere, die wir noch nicht haben. Die Flammen wurden gelöscht. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, welche Tiere ich schon habe. Am besten, ich mache es so. Kann ich dir helfen? Ich klicke jetzt hier drauf, mache einen Screenshot. Bild erstellt. So, gut, Leute, jetzt habe ich alles auf dem Zweitbildschirm. Das ist angenehm, das ist angenehm. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr Schiffe rüberschicken. Ich werde jetzt, glaube ich, sehr viele Tiere holen. Ich werde wirklich alle Tiere holen, die wir noch nicht haben. Hm. Früher Vogel, du fängst den Wurm.
Mal sehen. Oder irgendein anderes Tier. Moment, wir müssen hier hin. So, und ich hätte gleich noch mehr Schiffe hier gerne. Haben wir aber leider nicht, so wie es aussieht. Hm? Öltanker, Frachtschiff. Du hast auch nichts zu tun? Ja, weil du gerade schon da stehst. Na gut, alles klar. Dann fangen wir mal an jetzt hier. Also, den Adler, den haben wir noch nicht. Die Qualle, die haben wir noch nicht. Handel. Oh Mann, gleich sind wir voll. Die ist schon kommen. Die Schildkröte haben wir auch noch nicht. Oh mein Gott, den Vogel haben wir schon. Den haben wir auch noch nicht. Ne, den haben wir auch noch nicht. Den hier haben wir aber dafür doppelt, den hier. Okay, dann handeln. Alles klar. So, weiter geht's. Schlupp. Den haben wir schon, das weiß ich sogar aus dem Kopf. Hier können wir dann übrigens auch Museum dann holen, grüne Items. So, Delfin haben wir schon, das weiß ich aus dem Kopf. Das habe ich noch nicht, weil ich es jetzt nicht so cool fand, Ochsen im Zoo zu haben. Bison haben wir auch noch nicht. Okay, handeln. So, Schiff ist voll. Scheiße. Alles klar, bringen wir das erstmal rüber. Also sind ja gleich noch mehr Transporter ready und dann können wir wirklich im großen Rahmen dann einkaufen. So, währenddessen habe ich hier noch ein Schiff rumstehen. Die Welt spaltet sich in. Okay, das ist schade. Na gut, dann muss ich jetzt erstmal warten, bis mehr Frachtschiffe fertig sind. So, Einnahmen sind wir bei 80.000, das ist schon mal sehr, sehr cool. Oh, bitte legendär, bitte legendär, bitte legendär. Na gut, immerhin episch. Gefeierte Darstellerin. Jupp, nehmen wir mit. Wie viel haben wir denn gerade? Wir haben aber auch nur 1.500. Ich glaube, wir brauchen 1.750, damit wir eine Chance auf legendär haben. Wir müssen unbedingt an Attraktivität dazu gewinnen. Moment, ich baue mal noch ein paar Bäumchen hier hin wieder. Dann machen wir erstmal so. Und so, und so. Ist halt wirklich erstmal die einfachste Variante, um Attraktivität zu gewinnen. Aber es gibt natürlich dann deutlich effektivere Mittel und Wege. So, Moment, hier machen wir auch noch alles voll. So. Und es sieht dann auch an sich auch immer besser aus als davor. Zumindest ist das meine Meinung. Hier auch noch. Hier auch noch. Hier auch noch irgendwie. So. Hier können wir auch mal noch machen. Hier genauso. Hier genauso. So mutig und so viele Leben gerettet. Hier auch. Hier kriegen wir. Ah, guck mal hier. Diese Ecke ist schuld, dass ich da kein Haus platzieren konnte. Jetzt haben wir's. So, okay. Jetzt haben wir 1600. So viel hat es gar nicht gebracht. Okay, alles klar. Trotzdem sieht es viel, viel schöner aus. Ist alles bebaut auf der Insel. Alles bebaut auf der Insel. Ja, aber wobei teilweise ist es einfach übertrieben. Ja. Nur eine kleine. So, okay. Wie sieht's aus? Sind die Frachtschiffe jetzt endlich fertig, die wir jetzt hier noch gebaut haben? Sind sie? Glaub ja nicht, du bekommst noch mehr. So, okay, weiter Tiere holen, Leute, weiter Tiere holen. Und zwar hier auf der Insel, wollen wir das machen. So, ich mach mal ein bisschen schneller. Und jetzt holen wir weiter Items. Angebot erneuern. Den V haben wir noch nicht. Oder suchst du? Willkommen im Emporium Exotik. So, hier haben wir alles schon. Silbermöwe habe ich noch nicht, außer ich habe die schon in dem anderen Schiff. Ich hoffe mal nicht, Leute. Gorilla, richtig cool, da bin ich immer richtig gespannt, ey. Gorilla ist einer meiner Lieblingstiere im Zoo, wenn nicht sogar das Lieblingstier. Nehmen wir auf jeden Fall. So, dann weiter. Schmetterlinge haben wir auch noch nicht. Rind haben wir auch noch nicht, Ochse hatten wir vorhin. So, es kann jetzt natürlich sein, dass ich jetzt ein, zwei Dinger doppelt hole gerade, aber... das haben wir auch noch nicht. Taube. Ist ja der Wahnsinn. Jo, haben wir auch voll. Dann liefern wir jetzt erstmal alles ab, würde ich vorschlagen. So. Es könnte sogar sein, dass ich nichts doppelt geholt habe jetzt. Mal gucken. So, okay, alles rein. Und ich schicke mir auch wieder zurück. Ist halt die Frage, ob wir jetzt überhaupt noch so viele Schiffe hier brauchen. Ich glaube fast nicht. Dann schicke ich das Schiff jetzt mal zur Gefängnisinsel. Denn ich suche immer noch nach dem Item, was mir in den Kommentaren empfohlen wurde, womit ich ganz easy Schmuck und Uhren das Bedürfnis decken kann. So, gut. Eigentlich müssten wir echt noch einen zweiten Zoo dann bauen, glaube ich. Die Frage ist halt dann nur, wohin. Also man könnte hier noch einen Zoo hinsetzen, indem wir hier einfach freiräumen. Oder wir räumen hier frei und bauen hier einen Zoo hin. Das wäre auch eine Variante. Oder hier vielleicht sogar. Hier haben wir sogar noch Platz. Aber das wäre mir zu nah beieinander, oder? Finde ich. Da
da und so und da und so, finde ich irgendwie doof. Ich glaube, hier wäre irgendwie cooler auf der anderen Seite von der Stadt. Muss ich mir aber nochmal überlegen. So, okay, dann lass mal das nächste Set jetzt vollständig machen. Oder zumindest probieren. Könnten halt hier sogar noch Gehege hinsetzen, aber dann kann ich halt überhaupt nicht mehr dekorieren oder so. Wir könnten das hier rüber machen. Das sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus, wenn wir so hier das machen. Hm? Und dafür jetzt hier noch ein, zwei Gehege mehr hinbauen. Dann würde ich wahrscheinlich hier, das ist jetzt noch Blueprint, oder? Ja, Gott sei Dank. Ich will das erstmal ausprobieren, das hier so durchziehen. Hier hätte ich das, glaube ich, auch gerne. Einfach, dass in der Mitte wie so ein Hauptweg lang geht. Ne? So. Mit den Wasserkanälen würde ich dann lieber bei der Weltausstellung arbeiten oder vielleicht beim Museum, dann, das muss ich mir noch überlegen. Das finde ich immer ein bisschen doof, dass das zusammenhängend sein muss. Deswegen kann ich jetzt hier nicht durchbauen, das geht einfach nicht. Hier würde ich wahrscheinlich irgendwie eine Statue hinsetzen oder so. Gucken wir gleich mal bei Dekoration. Könnten halt so hier machen oder das hier runterziehen wenigstens noch. Das wäre auch eine Idee. Ich glaube, so will mir besser gefallen. Aber trotzdem finde ich gut, wenn eine Verbindung hier rüber geht. Ich würde das, glaube ich, sogar so lassen, wie es jetzt ist. So, ich würde mal schnell schauen, was wir hier noch reinpacken könnten. Das würde mich mal noch interessieren. Moment. Das ist alles blöd. Das ist auch alles in der Litfaßsäule. Das ist zu groß. Litfaßsäule wäre eine Idee. Weil noch eine Statue finde ich fast blöd sogar, glaube ich. Ein Baum. Ein Baum wäre auch eine Idee. Eine Ulme. Ein Brunnen. Brunnen ist da eigentlich ganz geil, oder? Finde ich. Das Problem ist nur, dass es dann, glaube ich, da so grün bleibt. Ja, wir gucken mal. So, okay. Dann lass jetzt schon mal anfangen hier, das nächste Set zu beginnen. Ich kann ja einfach hier gucken jetzt. Wir haben immer noch keins vollständig. Nutztiere finde ich echt am langweiligsten. Ich könnte mir vorstellen, dass das einen Bonus auf Landwirtschaft bringt. Aber es ist nur so eine vage Vermutung. Übrigens, hier großes Korallenriff fehlt uns nur noch ein Item. Altes Fossil. Hey, das ist gemein. Ich habe mich altes Fossil genannt, Leute. Oh Mann, das war auch nicht nett. So, okay, die Schiffe sollten da sein. Eins ist zumindest da. Okay, ich hatte hier unten auch noch eins, alles klar. So, gut, Leute, weiter geht's. Haben wir schon. Ich glaube, ich muss mir nur einen Screenshot machen. ansonsten verliere ich jetzt den Überblick. Habe ich auch schon im Moment von dem anderen Schiff die Items rübergetan? Ich glaube nämlich nicht. Also die Tiere. Nee, haben wir noch nicht. So, dann hauen wir mal alles rüber. So. Und jetzt machen wir nochmal einen Screenshot. Ja, ich finde das cool mit dem Sound, mit dem Oldschool-Fotoapparat-Sound. Wisst ihr, was ich gerade checke? Das hier unten sind ja die Items, die wir drinne haben. Und die hier ausgegraut sind, haben wir ja auch. Also ist gut möglich, dass ich gerade Sachen doppelt geholt habe, Leute. Darauf habe ich gar nicht geachtet, dass die ausgegrauten, dass wir die auch schon haben. Okay, alles klar, gut, das merke ich mir jetzt. Räuber der Meere. Krass, das Set haben wir noch gar nicht angefangen. Schade, ich hatte schon gehofft, dass es hier zu Korallenriff. Okay, Qualle haben wir schon. Willst du etwas kaufen oder suchst du meinen Rat? Was ich noch nicht verstehe, ist, dass Qualle mir hier auf meinem Screenshot nicht angezeigt wird. Orca-Wale. Wobei mir das mal voll leid tut, ey. Es gibt da ja ein paar Dokus drüber, über die Orca-Wale, wie die da in irgendwelchen Freizeitparks gehalten werden, bei den Amis. Und das ist total übel und gruselig, Leute. Ich müsste einfach mal gucken nach Dokumentationen über Orca-Wale irgendwie auf YouTube oder so. Da gibt es, glaube ich, da auch ein bisschen was. Das ist teilweise richtig. Also das macht einen richtig wütend. Ne? Ich bin hier, falls aber es schadet nicht, sich sowas mal anzugucken. So, die Möwe haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Die nehmen wir auch mal eben noch mit. Axis Hirsch. Dschungel des Ostens. Abgefahren. Wartet mal, und das ist irgendwie eine Eidechse oder so gewesen. Die haben wir auch noch nicht. Okay, dann schicken wir dich schon mal rüber. Krass, ey. Also, wir müssen auf jeden Fall einen zweiten Zoo bauen. So viel steht fest, weil ich will die halt, die so, auch Geckos ist das, alles klar.
wir es halt schon ein bisschen schöner haben. Tiger haben wir ganz viele, da haben wir immer von der Zuckererbse welche bekommen. Tiger haben wirklich en masse. Also wenn Tiger dann vom Aussterben bedroht sind, dann müssen sie einfach nur auf unseren Vorrat zugreifen. Dann haben wir wieder eine Überpopulation oder so, ey. So, Angebot erneuern. Ja, wo kamen wir jetzt auch schon? Leuchtendes Feuerwerk. Ey, das wollte ich gerne mal ausprobieren. Ob es dann wirklich ein Feuerwerk gibt. Das ist ein Item, was 50 Minuten läuft und die Zufriedenheit erhöht. Das würde ich gerne mal eben testen wollen. Was? Einwohner sind versorgt mit Hochrädern? Ah, Dauer 5 Minuten. Okay, ich wollte schon sagen, ey. Jo, nehmen wir auch mit. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Papagei habe ich auch noch nicht. Und Seepferdchen, ist das... Das ist Korallenriff und haben wir noch nicht. Das heißt, wir haben dann das Korallenriff-Set vollständig, Leute. Nice. Sehr, sehr cool. Okay, dann machen wir erstmal Korallenriff dann noch. So, ein Item können wir noch holen. Haben wir alles. Ich muss echt mehr hier die hier checken, ey. Ratten. Ratten haben wir auch noch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Sehr cool, Leute. Da freue ich mich. So, Wetterstellung. Ja. Dun, dun, dun. Perfekt für jo. Immer nach wir diese Stadt auf hohem Bogen in die Zukunft. So, das Schiff ist schon mal da. Machen wir eben hier ein bisschen schneller. Ich habe aber das Gefühl, mit den weiteren Anlegestellen, wir haben jetzt ja hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Das scheint zu funktionieren. Also die Schiffe sind nicht mehr am Warten und können immer direkt irgendwo anlegen. Das ist super cool. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das irgendwie gepatcht haben oder so, dass es jetzt besser geht. Weil davor gab es ja hin und wieder mal irgendwie Wegfindungsprobleme. Jo, ja, der Dude kauft schon wieder Anteile, das wollen wir nicht. So. Jetzt lass mal eben ganz kurz schauen, noch bevor ich das mit den Tieren mache, wie es mit Rum aussieht, ob das mittlerweile schon besser ist. Rum? Nee, immer noch nicht. Unglaublich, ey. Unglaublich. Ich muss mal eben schauen. So, aber wir hatten da noch dieses eine Schiff. So, Moment, inaktive Schiffe. Genau das hier. Das würde ich jetzt mal abgeben. Das hauen wir gleich noch in die Rumbrennerei oder später dann. Aber wir haben es erstmal hier. So, und dieses Schiff würde ich jetzt noch zuteilen, Facher O2, zu der Rumrude. Ja, das machen wir jetzt noch. Facher O2 war es gewesen. Das hätten wir. Das müsste jetzt eigentlich ausreichen, dass der Rum jetzt endlich ordentlich durchläuft. Wir gucken dann einfach gleich nochmal. Wie gesagt, eben war es bei 0 Tonnen gewesen. So, gut. Ey, jetzt lass mal die Tiere hier alle reinhauen. Der Druck im Kessel. Das ist auch noch. Das andere Schiff habe ich schon gemacht, ne? Glaube ich. Ja, ich glaube schon. Ja, das habe ich schon gemacht. So, alles rein. So, dann fährst du aber auch wieder zurück. Wir brauchen echt noch mehr Tiere. So, hier zu der Insel bitte. Okay, alles klar. So, und dann lass mal das Korallenset jetzt erstmal vollständig machen. Ich würde sagen, Korallen machen wir alles hier hin. Oder hier. Ich fange erst mal an. So, beziehungsweise nehmen wir das hier mal raus. Moment, ich kann einfach rechte Maustaste drauf machen wahrscheinlich, ne? Ja, kann ich. Haben wir jetzt alle draußen? Wir haben alle draußen. So, wir haben aber hier überall, haben wir ein Symbol. Das bedeutet, wir können das jetzt vollständig machen. Ich glaube, ich fände es cool, wenn das hier diese Ecke wäre. Wir machen das mal in dieser Ecke hier. So, kann ich irgendwie sortieren nach Korallenriff oder so? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann holen wir hier mal die Tümmler rein. Dann hauen wir, das ist nicht Korallenriff, das ist Korallenriff. Kugelfisch, ne? Ja. Hab ich gut erkannt. Ja. So, das ist auch noch Korallenriff, Rotfeuerfisch. Oh, den Gorilla will ich dann unbedingt reinknallen. So, Manta-Roggen ist auch großes Korallenriff. Wobei die zwei auch nicht schlecht wären. Ah, wir machen die hier. Ist halt wirklich sehr großes Gebiet. Grüne Meeresschildkröte ist auch Korallenriff. Und jetzt noch das Schaf. Nee, Spaß. Das war ein lustiger Spaß von mir gewesen. So, Seepferdchen, hier haben wir es. So, jetzt müssen wir das komplett haben, das Set theoretisch. Moment, schauen wir eben. Jo, nice, Leute. Zufriedenheit plus 2. Beeinflusst Arbeiterhaus, Handwerkerhaus und Obrerohaus. Ja gut, nehme ich gerne mit. Das ist da angenehm. Der Bonus auf jeden Fall.